Ja, willkommen zurück zum neuen Video. Was geht, was geht? Wie das hätte aussehen. Wir haben gar keine Zeit, Digga. Polizei. Wir brauchen laut Navi noch 22 Minuten und in 15 Minuten ist los. Geil. Das ist E1. Oh mein Gott, Steve. Oh, was? Oh mein Gott, ist sie geil. Ich habe noch einen Balkentank. Ich werde definitiv nicht bis zum Ende durchhalten, glaube ich. Steve, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen muss, dass ich mich an die R7-Beschleunigung gewöhnt habe. Das ist schnell. Es ist nichts mehr Besonderes mehr. Boah, guck mal hier, wie viele. Oh, Steve. Oh, ist das geil. Alter, ist das geil. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter, Junge, ist das geil. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute heute kommen. Halt mal die Fresse kurz. Guck dir das mal bitte an. Siehst du das, Steve? Ja, sieht geil aus. Ich fühle mich wieder so lebendig. So lebendig fühle ich mich. Wir alle teilen das gleiche Hobby, weißt du, wie ich meine? Alle dieselbe Liebe. Ich komm links neben dir, Bro. Ja, Digga, rechts neben mir, links neben mir kommt einer. Oh, er filmt mich. Korrekt, Digga. Oh, klingt die geil, Junge. Ich will so gerne meine Supermoto-Probe fahren. Ja? Das sieht geil. Schon geil aus. Du aber auch! Boah, hinter uns sind so viele noch, ne? Ja, ja. Alter. Das sind so... Warum sind es denn so viele? Ich habe gar nicht gedacht, dass es so viele werden hier. Es sind locker, ich würde sagen, über 100 auf jeden Fall. Ja, safe. Eine hinter uns ist eine Frau gefährdet, hat ihren Freund als Sozius mit. Wir fahren hier runter. Es gehört jetzt zu euch, Basti? Nein. Die mit der Ninja? Hey, warte, nein. Wir hatten da geredet. Nee. Hallo? Achso, das ist die Freundin von Basio. Ja. Ich dachte gerade so, hä? Da sind welche oben. Wo oben? Ach ja, die sind abgebogen. Ja, die sind falsch gefahren, Digga. Guck mal, die gucken gerade hierher, die denken sich so, scheiße. Wir winken einfach mal. Tschüssi. Ja. Er zeigt uns mit dem Finger. Die winken. Ah, ich hatte mit dem Finger. Ich glaube mit dem Finger, ja. Oh, nee. Ich bin auf Reserve, Jungs. Oh oh. Also ich muss irgendwo jetzt raus. Ich bin jetzt raus aus dem Rideout. Ja, lass hier raus. Zur Tanke, oder? Ja, lass hier raus. Ich muss zu einer Tanke, tut mir leid, Digga. Die Zuschauerin fährt mit, Steve. Oh. Weißt du, wo hier eine Tanke ist, aber? Wo lang wollen wir? Nein, keine Ahnung. Fährt Basti mit uns? Ja, ich weiß. Okay, geil. Wir haben halt keinen Live-Standort von dem Rideout, ne? Wir wissen nicht, wo die jetzt hinfahren. Die fahren wirklich mit uns mit. Oh, die Armen, Digga. Lass mal hier anhalten, kurz nach der Tanke googeln. Ich frag mal die hinter uns, warum die jetzt mitgefahren sind, Digga. Warte kurz. Ihr hättet doch nicht mitkommen brauchen. Ihr hättet doch nicht mitkommen brauchen. Wir wollen nur tanken. Mein Tank ist leer. Ja, er muss pissen. Ach so, okay, also alles gut. Okay, wir wollen. Was hat sie gesagt? Was hat er gesagt? Er muss pissen. Ist wieder nach zum Olympiastadion? Wo fahren die jetzt hin? Die fahren Olympiastadion, safe. Er kann übrigens nicht da um die Ecke, da steht ein alter Mann, der hat uns gerade schon beleidigt. Ja, du kannst nicht um die Ecke, da kannst, da steht schon jemand. Nee, da steht jemand. Kann jemand sich von euch gut Wege merken? Nein. Nee. Echt jetzt? Seid ihr alles so eine Loser, Digga? Wärst du eigentlich auch Motorrad? Nee. Nur Sozius. Ja, bis jetzt ja. Wir müssen gestehen, wir haben etwas gelacht, als wir es gesehen haben, weil du so groß bist. Ja, ich weiß. Du siehst so riesig aus. Auch Respekt, so Respekt, dass du ihn so halten kannst einfach, ne? Als Sozius? Ja, so schwer ist er nicht. Nicht? Oh. Das war schon eine Beleidigung. Das war schon eine Beleidigung. Wenn du das sagen würdest, würde sie von mir... Sie hat dich Schlauch genannt, wer will ich sagen? Macht's ja mal gut, macht's ja gut! Die fährt besser Motorrad als ich, das kannst du aber wissen. Hundertprozentig, Digga. Ich mach's richtig schlecht. Toll, jetzt haben wir das Rideout einfach im Stich gelassen, weil ich tanken musste. Das passiert uns nie wieder, der Fehler, Digga. Wir sind in Potsdam. Das ist doch nah am Olympiastadion, Potsdam. Bist du dumm? Wir sind in Brandenburg. Ruf doch mal Adrian jetzt an. Ruf mal Adrian an und frag ihn, wo wir lang müssen, Steve. Frag ihn mal, wo die lang gefahren sind. Er kann mir das doch nicht sagen. Bist du dumm? Kann er nicht Standort checken? Na, dann müsste er ja auch anhalten. Achso, ja. Da haben wir Adrians, wo ist? Hat irgendjemand Adrians, wo ist? Nee, Adrian hat, glaube ich, kein iPhone. Ich glaube, der ist arm. Die hat Navi, der hat ja halt, oh, Peter. Ja, ich glaube Olympiastadion. Ja, frag sie mal. Ich rufe Adrian an. Oh, wer macht ein Bild von uns? Ich glaube, der macht auch ein Bild von mir. Ja. Wir fahren jetzt weiter. Der Wildout ist gerade 12 Minuten entfernt. Und die halten gerade. Haben wir erfahren aus erfahrlichen Quellen. Und jetzt hoffen wir, dass wir die noch rechtzeitig einholen. Und dass alles passt. Scheiße!
Kannst du mein Handy kurz in meinen Rucksack packen? Ja. Kommst du nicht rein? Ich danke dir, danke schön. In einem Monat, Basti, kannst du einpacken. Kannst du einpacken? Ja. Rideout, wir kommen zurück. Wir sind nämlich wie Zecken, Steve. Du und ich. Wir sind richtige Zecken heute. Jetzt geht's los. Ey, das Wetter ist übel gut geworden, ne? Da zieht er vorbei. Digga, das ist so geil, wie der Freund einfach bei der Freundin mitfährt. Daran sieht man auch, dass wir einfach in 2023 leben, Digga. Ey, der Freund ist übel nett, der zeigt uns den Weg mit seinen Händen. Was ein geiler Typ, Digga. Der Typ ist ja so geil. Boah, ist ein geiler Hengst. Wir dürfen Basti nicht verlieren. Er kommt, los Basti! Und jetzt noch ein bisschen stoppeln, damit den Stern anlädt! Komm ab her! Wir sind Stampeln! Stampeln! Ich stoppe schneller! Ich stoppe schneller! Auf der 7 fühlen sich 180 an wie 70 mit der 125er. Weil es sich einfach normal anfühlt. Da sind wir wieder! Wir haben Skyline wieder gefunden! Mit vollem Tank. Dafür ein High Five. Ja, schnell, ich gib's dir wieder. Bruder, ich war hier gerade locker 10 Sekunden, Digga. Alter. Die sind alle orange. Ich glaube, er hat. Da ist Adrian. Lass mal hier hinten rauffahren. Hier links. Ja. Und links was? Ja, nee, links was, hä? Ja, hat er doch gesagt. Hier rechts so. Du bist nochmal also runter. Ich bin so Adrian. Oh, Digga, du. Ich komm hier lecker durch. Steve, ich glaube, ich bin in einer ganz missigen Situation jetzt gerade. Echt? Was sagst du? Ach, du siehst mich gar nicht. Das ist jetzt richtig peinlich auf dem Rideout hier gerade. Was war's? Glaubst du, ich passe hier durch? Warte, ich guck nochmal. Schaffst du easy. Komm mal, das ist genug Platz. Platz? Hast du mal Platz? Genug Platz? Genug ja. Platz? Noch ein Stück, noch ein Stück. Hast du. Komm ich hier hoch? Ja, safe. Könnt ihr das, so dass ich so da, kann ich mich da so hinstellen? Au! Ah. Dankeschön! Wir müssen jetzt sofort die R1 suchen. Ich versuche schon mit meinen Augen die R1 zu spotten. Hier ist fährt der R1 mit einfach. Oh ja! Warte, wir müssen jetzt erstmal zu. Oh. Die ist frisch gekommen? Oh, Daddy. Oh mein Gott. Das ist alles, was ich will und was ich brauche. Was wird denn hier jetzt gemacht? Oh. Alter, ist die geil, oder? Also die Sozi rasten ab, kein Sozi sitzt drauf, wäre krank. Gabel minimal durchschieben, nicht so krass wie bei mir, nur so ein Zentimeter mehr. Und dann wäre brutal schon. Halt anderer Auspuff, ne? Ist das der Standardport? Ja, ne? Du darfst da nicht zu doof verschieben, wir denken, die sind die geilsten. Darf nicht passieren. Ist mir doch egal. Er ist auch der geilste hier. Er ist der geilste. Er ist der geilste, Digga. Alter, was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Helm? Keine Verbindung. Kann ich den mal anfassen? Das ist fein. Der sieht geil aus. Wie heißt der? Wie heißt der? Pista GPRR. Ah. Geil, geil. Alfbox für deine Videos. Oh, Dankeschön. Ja, Motopeter. Dankeschön. Das ist mir eine Ehre. Adrian hat mir voll erzählt und dann wurde mir durch Zufall auf Arbeit eins empfohlen. Echt? Oha. Einmal aufgezwungen hier. Das ist gut so. Ist gut so. Müsst ihr bei euren Kindern auch machen dann, ja? Ah, ich hoffe, nee. Nicht so. Wie heißt du eigentlich, die Freundin von Basti? Wie? Jona. Die Prinzessin von Schreck. Ich hab Schreck nicht geguckt. Fiona. Fiona. 5, 4, 3, 2, 1. Ich muss jetzt. Es geht los. Steve. Ich hab voll in die Kamera gegrinst. Oh, das ist der 7-Fahrer.
Sein Arsch ist komplett nass. Er hat aber einen geilen AGV-Helm. Junge, sieht der geil aus. Also ich sag euch ehrlich, die R7 ist schon ein schönes Motorrad, Digga. Ja. Ist schon, gefällt mir. Was macht ihr denn hier? Bam! Oh nee, oh nee, oh nee. Ist es aber, sind das Motorradfahrer, die rausgezogen worden sind? Guck mal, wie die da stehen, Junge. Du bist die Hände ran, Mann. Zu schnell gefahren, bestimmt Straßenrennen. Geiles Gerät. Nee, kenne ich. Ich bin auch Roller gefahren, ganz viel. Wie viel PS hat es? Ja. Ach so, okay. Besser als nichts. Welche hast du bestellt? Die 125er. Okay, Adrian? Ja, er hat Dings verloren, die Decke, stimmt. Boah, ist das geil, diese Soundkulisse, Digga. Alter, ist das geil. Ich dokumentiere das alles mit meinem Leben. Du. Sind schon sehr viele. Es werden auch irgendwie von Spot zu Spot mehr, habe ich das Gefühl, Digga. Ja. Ist das cool, ein Teil hiervon zu sein und zu wissen, dass man das coolste Motorrad fährt, neben der R1? Neben Beiner, meinst du? Neben der 650. Jetzt geht's nämlich rum zum Olympiastadion. Ach, ist jetzt schon Olympiastadion? Ja, ja. Das ist aber eine kleine Tour. Oh, noch Daddy. Eine. Fiona hat einfach Kulturschock, Digga. Alter, das ist geil. Steve, stopp, wir müssen uns cool hinstellen. Wir fahren ganz links außen rum und stellen uns dann einfach nebeneinander, okay? Das darf jetzt nicht so ein Fail werden wie schon mal, weißt du noch? Vertrau mir. Ich mach das. Gucke, wie ich das mache, Digga. Ich zeig's dir das. Alter, perfekt. Alter. Wow, war das cool, Checkup dafür. Warte. Geil. Wenn jemand eine Kamera auf mich hält, mache ich einen Dab. Weißt du mal, lass einfach alles Alte zurückbringen, den Trend. Ich glaube, den Dab kann man nicht zurückbringen, Steve. Nee, du musst so richtig so. Du musst so richtig da. Ey, guck mal, da kommt einfach ein Motorrad. Mach mal den Dab, warte. Oh ja, warte, jetzt gleich. Warte. Auf drei, okay. 1, 2, 3. Ich war hier schon mal vor einem Jahr. Das erste Mal, wo ich das erste Mal mit Leuten zusammengefahren bin, standen wir genau da in der Mitte. Standen, wenn ihr gefragt hättet, ob ich hier parken will. Genau, ja. Das erste Mal, wo wir mit Leuten zusammengefahren sind, stand ich genau hier. Ich finde die Supermotos auch alle cool, aber ich bin halt einfach klein, Digga. Coole 125er. Die rote ist cool. Oh. Halt mich. Alter, die R1 ist so geil. Doppel-R, cool. Zweite Doppel-R, auch cool. Hast du meine Handschuhe? Nee, gib mal her. Aber weißt du, was mir bei dem linken auffällt? Der linke hat eine tiefere Gabel, viel tiefer. Ja, die linke ist auch mit mehr Anbauten. Aber die linke hat eine kleinere Gabel, oder? Weil die ist nicht durchgesteckt. Aber die ist viel tiefer als die rechte, ne? Wenn du guckst. Tega. Die ist so brutal. Das ist absoluter Traum, Digga, dieses Motorrad. Von diesem Motorrad träume ich nachts jeden Tag. Ich fahre jetzt zu Meckes, wärme mich kurz auf und dann fahre ich irgendwo hin. Du isst was? Ja. Wir sind ja beste Freunde, ne? Tschüss! Tschüss! Dich auch! Sag mal was? Nee! Kommst du mit, Penelope? Nein! Tschüss! Penelope wollte mich mit was ist, die Hose ist nass, wollte sie mich pranken. Was? Ja, sie wollte! Sie hat gesagt, sag mal was? Ich so, nee! Ich hab in Steve seine
Handschuhe, eine Bananenschale gepackt. Die Banane habe ich gerade gegessen. Achso, nee, wir fahren jetzt zu Meckes. Wir sind raus. Die haben gefragt, ob die mitkommen, deswegen. Ach, ob die mitkommen zu uns? Ja. Ja? Ja, wir fahren zu Meckes aber erst. Da ist die Bananenschale drin. Wir nehmen hier eigentlich alles mit. Was? Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen.